Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 13. Januar 2023. Erfolg oder Misserfolg? Was tut's? Gespräch mit Sai Baba. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Solange du dem begrenzten Verstand diese Kompetenz einräumst, kann ich dir nicht helfen. Solange du dir über alles und über jeden den Kopf zerbrichst, eilst du von Enttäuschung zu Enttäuschung. Erst wenn du davon wirklich genug hast, bist du für das, was ich dir zu sagen habe, offen. Dann sage ich dir, Erfolg oder Misserfolg spielen für einen wahrhaftig spirituellen Menschen keine Rolle. Dieser Mensch folgt seiner inneren Stimme und folgt Gott. Positive oder negative Resultate sind Zeiterscheinungen, die sich der Bewertung eines Erwachten entziehen. Der Erwachte akzeptiert. Für den Erwachten sind die Dinge, wie sie sind. Und es ist das Leben, wie es ist. Kannst du alles überblicken? Auch der Erwachte kann es nicht. Der Unterschied zu dir ist nur, dass sich der Erwachte gar nicht einbildet, alles überblicken zu müssen. Demut am richtigen Platz ist hier der Schlüssel. Erfolg oder Misserfolg? Was tut's? Aus dem Buch Auferstehung. Tue dein Bestes und habe Mut. Gebt euch ganz in die Hände Gottes und lasst zu, dass er euch Erfolg oder Misserfolg gibt. Was tut's? Er mag euch züchtigen, er mag euch erfreuen. Was auch immer, es ist gut für euch. Wie könnt ihr darüber urteilen? Wer seid ihr, dass ihr das beurteilen könnt? Tut euer Bestes und habt Mut. Jesus und Sai Baba, Govinda Sai Verlag, Seite 271. Jan Johannes Kassel. Das ist wohl der Punkt bei sehr vielen Menschen. Sie verstehen einfach nicht, warum dies oder jenes geschieht und warum sie jetzt vor so vielen Prüfungen stehen. Warum lässt Gott das alles zu? Vor dieser Frage kapitulieren jetzt sehr viele Menschen. Ich nehme das auch in meinem Umfeld wahr. Auf diese Frage finden die Menschen einfach keine Antwort. Dabei ist die Antwort ganz einfach. Nicht alles mit dem Verstand kontrollieren zu wollen, nicht alles verstehen zu wollen, Gott machen zu lassen und selbst mutig sein Bestes zu geben. Sai Baba, die Antwort ist einfach. Doch wer liebt schon einfache Antworten? Geliebter Mensch, solange du glaubst, mit dem Verstand alles kontrollieren zu wollen oder begreifen zu müssen, dreht sich dein Rad des Karmas weiter. Es anzuhalten kannst du nur, wenn du endlich Gott alles überlässt. Woher willst du wissen, welche Prüfungen und Herausforderungen du für dieses Erdenleben gewählt hast? Du führst eine spirituelle Lebensweise, du tust niemandem etwas Böses und du machst deine Hausaufgaben? Gut, aber trotzdem ist dir das Schicksal nicht geneigt und du stehst vor Aufgaben, die du glaubst nicht bewältigen zu können. Ich sage dir, exakt das hast du gewählt. Aufgaben, die du scheinbar nicht bewältigen kannst, die du aber mit Mut, Durchhaltevermögen und mit Gott bewältigen wirst. Der Sinn einer Herausforderung ist, dass diese herausfordernd ist. Alles andere ist für einen Engel, der als Mensch inkarniert, uninteressant. Warum gerade mir? Jan Johannes Kassel. Welche Rolle nimmt hier der Verstand ein? Ich kenne Menschen, die alles in ihrem Leben unter Kontrolle haben wollen,
die Kinder, den Partner, die Freunde, den Job und so weiter. Verhält sich jemand anders oder kommt etwas anders als geplant, dann finden sich diese Menschen einfach nicht mehr zurecht. Warum geschieht das gerade mir, ist dann die beliebte Frage und sie hadern mit dem Leben. Was kannst du diesen Menschen sagen? Sai Baba, solange du dem begrenzten Verstand diese Kompetenz einräumst, kann ich dir nicht helfen. Solange du dir über alles und über jeden den Kopf zerbrichst, eilst du von Enttäuschung zu Enttäuschung. Erst wenn du davon wirklich genug hast, bist du für das, was ich dir zu sagen habe, offen. Dann sage ich dir, Erfolg oder Misserfolg spielen für einen wahrhaftig spirituellen Menschen keine Rolle. Dieser Mensch folgt seiner inneren Stimme und folgt Gott. Positive oder negative Resultate sind Zeiterscheinungen, die sich der Bewertung eines Erwachten entziehen. Der Erwachte akzeptiert, für den Erwachten sind die Dinge, wie sie sind, und es ist das Leben, wie es ist. Kannst du alles überblicken? Auch der Erwachte kann es nicht. Der Unterschied zu dir ist nur, dass sich der Erwachte gar nicht einbildet, alles überblicken zu müssen. Demut am richtigen Platz ist hier der Schlüssel. Du bist göttlichen Ursprungs, Gott ähnlich und Gott gleich. Dein menschliches Bewusstsein ist der Schleier, der dich von diesem Wissen trennt. Diese Trennung bleibt bis zu einem bestimmten Grad so lange aufrecht, solange du auf Erden inkarnierst. Deshalb ist es für einen Menschen unmöglich, alles zu begreifen, alles zu erfassen, alles zu wissen. Und vor allem ist es unmöglich, alles zu kontrollieren. Jan Johannes Kassel. Die Kontrolle ab- oder aufzugeben, beziehungsweise sich Gott hinzugeben, ist leichter gesagt als getan, oder? Kontrolle abgeben und Gott vertrauen. Sai Baba. Wer kein Leid mehr erfahren möchte, hat nur eine wirksame Möglichkeit, dies zu erreichen. Die Kontrolle über dies und jenes, über diesen und jenen aufzugeben. Sehr viele Menschen sind wahre Kontrollfreaks. Unruhige und unsichere Zeiten stellen an diese Menschen immer die größte Herausforderung. Und ich sage euch, die Ergebnisse dieser Zeit lehren euch, die Kontrolle abzugeben und Gott zu vertrauen. Die derzeitigen Umstellungen auf allen Ebenen sind massiv. Was willst und was kannst du noch kontrollieren? Das wird jetzt immer mehr Menschen bewusst und so meistern viele diese selbstgewählte Prüfung von der Kontrolle in das Gottvertrauen, Gott machen zu lassen und mutig das Beste zu geben. Das ist es, worauf es für einen spirituellen Menschen jetzt ankommt. Solange du mit dem Leben haderst, hast du die spirituelle Dimension des Lebens noch nicht begriffen. Jan Johannes Kassel. Das heißt, auch Lichtkrieger und Lichtarbeiter stehen jetzt vor sehr großen Herausforderungen. Viele Lichtarbeiter wollen ja keine Dramen mehr und erleben doch welche. Sai Baba. Gerade Lichtarbeiter haben bedeutsame Aufgaben gewählt und besitzen eine große Bereitschaft, aus dem Rad von Tod und Wiedergeburt auszusteigen. Das ist immer mit großen Herausforderungen verbunden. Oft werden die letzten karmischen Verflechtungen gelöst und sehr oft geht es bei diesen Menschen in diesem Leben um das Ganze, um alles. Das heißt, hier ist das große Aufräumen angesagt. Und so sehen sich diese Menschen nochmals und letztmalig Dramen gegenüber, die dazu einladen, gemeistert zu werden. Meisterschaft statt Verzweiflung. Bisher sind viele Menschen an den Schwierigkeiten eines Lebens verzweifelt. Diesmal werdet ihr sie bewältigen und wie Phönix aus der Asche
zu neuem Leben aufsteigen. Das ist es, worum es jetzt geht. Wenn du glaubst, deine Probleme sind unlösbar und der Lauf der Welt spielt dir übel mit, dann sei bereit, die Probleme zu lösen und nicht der Welt und Gott die Schuld dafür zu geben. Es ist deine Gelegenheit, um dem Leben, wie es ist, eine mutige und lichtvolle Antwort zu geben. Du bist eingeladen, an den Herausforderungen zu wachsen und nicht daran zu scheitern. Das ist wahre Meisterschaft, die es jetzt zu erlangen gilt und die du jetzt erlangen wirst. Denn allein dafür bist du geboren. Jan Johannes Kassel, alles ist also gut. Sai Baba, alles ist, wie es ist. Und Gott in seiner Weisheit und Gnade führt dich sicher durch das Labyrinth der Zeit. Auch wenn zunächst kein Ausweg in Sicht scheint, so bringt dich jeder Schritt dem Ausgang näher. Erfolg oder Misserfolg, was kümmert's dich, solange du mit dem Strom seiner Gnade verbunden bist. Ich liebe dich unendlich, Sai Baba. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.